Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. In diesem Video geht es mal um ganz pragmatische Übungen für Einsteiger, die ihr auch ganz normal in den Alltag integrieren könnt. Ihr braucht nur einen Hocker, einen Stuhl oder ein Tischchen, was stabil ist und rutschfest, wo ihr euch abstützen und auch mal draufsetzen könnt, so als Hilfsmittel. Ja, bequeme Kleidung. Und dann geht es schon los, ohne jegliche Vorkenntnisse, sorry, und Vorkommnisse wird es hoffentlich auch nicht geben. Genau, einfach mal ein bisschen mitmachen für diejenigen, die ja doch was für sich tun wollen, aber bisher noch keine großen Erfahrungen mit Sport und Fitness etc. haben. Und dann seht ihr, dass ihr ganz leicht auch reinkommt. Viel Spaß! Wir beginnen im Sitzen. Das heißt, wir setzen uns auf einen Stuhl, Hocker oder ich habe hier so ein multifunktionales Tischchen, was für alles geeignet ist. Das finde ich super dufte. Ich stehe drauf. Und dann gehen wir einfach mit dem Oberkörper nach vorne und nach hinten. Da brauchen wir etwas Bauchspannung. Das heißt, wenn ihr noch nicht so genau wisst, wie ihr Bauch- und Beckenboden aktiviert, dann achtet ihr einfach darauf, dass ihr mit der Ausatmung den Bauchnabel zur Wirbelsäule zieht, also als wenn wir den Bauch einziehen, um schlank auszusehen. Und beim Beckenboden, da können wir uns zum Beispiel merken, der After-Schließmuskel ist der mittlere Anteil des Beckenbodens oder wenn wir den Urin anhalten, das ist der vordere Anteil des Beckenbodens, da können wir schon mal so ein bisschen was finden. Dann bleiben wir gerade sitzen. Und gehen einfach mit dem Oberkörper zur rechten und linken Seite. Wir bleiben möglichst aufrecht. Das Kinn zur Brust, den Nacken lang, die Schultern locker nach hinten gerichtet. Da hilft es uns auch, wenn wir die Ellenbogen ein bisschen weiter mit nach hinten ziehen. Und diese seitliche Bewegung, da brauchen wir also die schräge Rumpfmuskulatur, um die Bewegung auszugleichen. Und haben auch gleich ein bisschen Mobilisation für den Rücken und das Gesäß mit dabei. Dann kommen wir wieder zur Mitte zurück, nehmen die Arme auf Höhe der unteren Rippenbögen, ganz locker und entspannt, lassen die Schultern nach hinten kreisen, tief durchatmen und ihr macht immer so, wie es für euch möglich ist. Und dann lassen wir die Schultern nach hinten unten gerichtet und drehen uns einmal rechts und einmal links nach hinten. Dabei geht der Blick über die Schulter mit nach hinten unten. Und wenn wir ausatmen wie eine Dampflokomotive, dann unterstützt unser Atem die Bewegung. Wir machen also den Mund beim Ausatmen schmal, als wenn wir pfeifen wollten oder einen Luftballon aufblasen. Das nennt man Lippenbremse. Dadurch bringen wir den Kreislauf in Schwung und aktivieren Bauch- und Beckenboden. Immer schön gestreckt, je mehr wir uns strecken in Rücken und Nacken, können wir hier in die Drehung kommen. Dann kommen wir zur Mitte zurück. Wir lassen die Arme ganz locker und gehen mit dem Oberkörper ganz weit nach vorn. Hier lassen wir uns einfach mal so hängen. Ihr könnt die Beine leicht geöffnet lassen, dass der Bauch zwischen den Oberschenkeln Platz hat. Und lasst Kopf, Schultern und Arme locker hängen, ob die Arme außerhalb der Beine oder innen hängen. Das ist euch überlassen. Probiert es einfach mal aus. Beide Varianten sind sinnvoll und nützlich. Und hier kommen wir ein bisschen in die Dehnung. Die Dehnung im Rücken und Nacken. Und dann mit der nächsten Ausatmung richten wir uns wieder auf. Strecken uns und nehmen die Arme nach oben hinten. Manchmal ist es am Anfang anstrengend, beide Arme gleichzeitig nach oben hinten zu nehmen. Deswegen legen wir die Hände locker auf die Oberschenkel und nehmen im Wechsel einmal den rechten und einmal den linken Arm nach hinten. Dabei darf die Schulter und der Rumpf ein bisschen mit nach hinten aufdrehen. Wir spüren die Dehnung im vorderen Armansatz. Der Brustmuskel wird gedehnt und die Rückenmuskulatur wird gekräftigt. Wir achten darauf, dass die Schultern tief und der Nacken gestreckt bleibt. Der Blick darf mit nach hinten gehen und damit sich der Nacken nicht einmischt, lassen wir immer das Kinn
Richtung Schulter, Richtung Schlüsselbein ziehen. Oder so, als wenn wir unter dem Arm nach hinten durchschauen wollten. Und dann nehmen wir nochmal beide Arme, drei Wiederholungen ziehen, die Arme mit leicht gebeugten Ellenbogen nach hinten und bleiben locker. So, dann schon zur letzten Runde. Wie gesagt, das ist ein Einstieg für euch in die Bewegung, etwas für euch zu tun im Alltag. Deswegen kleiner Start, ganz ungefährlich. Und wenn wir sitzen und nach oben aufstehen wollen, dann passiert es uns ganz oft, ohne dass wir drüber nachdenken, dass wir uns abstützen auf dem Stuhl oder auf dem Tisch oder dass wir uns hochziehen. Und damit das ein bisschen geschmeidiger wird und ein bisschen flotter aussieht, könnt ihr das üben, dass ihr das auch ohne Abstützen hinkriegt und so gleich Bein und Bauch, Beckenboden, Gesäßmuskulatur trainiert. Wir nehmen also, wenn wir sitzen, die Füße etwas dichter zu uns heran. Dann kommen die Arme nach vorn. Wir gehen mit dem Oberkörper nach vorn, als wollten wir einen Kopfsprung machen. Verlagern das Körpergewicht so weit nach vorn, dass wir das Gesäß lösen können. Hier lassen wir erst den Oberkörper nach unten sinken und die Beine sind gestreckt. Und im nächsten Ausatmen ziehen wir Bauch, Beckenboden ein und rollen uns mit dem unteren Rücken beginnend Wirbel für Wirbel nach oben auf. Strecken die Kniekehlen, die Hüfte und die Arme nach oben. Hinten die Schultern lassen wir locker. Nehmen die Arme nach vorn, gehen mit dem Gesäß ganz langsam über unserer Sitzfläche und hier versucht ihr mal schwebend das Gesäß über der Sitzfläche zu halten und ein bisschen nach rechts und links und ein bisschen hoch und tief. Ja. Dann setzen wir uns wieder ab, tief durchatmen, zwischendurch macht ihr ruhig mal ein kleines Päuschen. Und mit der nächsten Ausatmung kommen die Arme wieder nach vorn. Jetzt gehen wir mit dem Oberkörper nicht ganz tief, sondern mit den Armen nur so weit nach vorn, dass wir das Gesäß lösen können. Und dann richtet sich der Oberkörper auch schon mit auf und wir strecken uns. Gehen wieder mit dem Gesäß nach hinten und halten ein bisschen, bewegen ein bisschen, hoch, tief, seitlich. Setzen uns ab. Mit der nächsten Ausatmung versuchen wir jetzt die Bewegung nach vorn schon ein bisschen kleiner werden zu lassen. Das heißt, wir nehmen zwar noch die Arme so ein bisschen nach vorn, aber finden den Punkt, wie weit müssen wir mit dem Oberkörper nach vorn gehen. Der Brustkorb ist gestreckt, Rücken, Nacken lang. Ja, wie weit müssen wir mit dem Oberkörper nach vorn gehen, dass wir das Gesäß lösen können und schieben uns dann schon senkrecht nach oben. Tief durchatmen. Und so habt ihr ein Aufstehen ohne Abstützen, womit ihr gleich Bauch, Becken, Boden, Gesäß und Beine trainiert. Und dann immer dieses kräftige Strecken mit berücksichtigen. Ganz wichtig, beim Aufstehen streckt die Hüfte komplett. Dafür brauchen wir den Gesäßmuskel. Streckt die Kniekehlen komplett. Dafür brauchen wir die Beinmuskulatur. Und das ist schon wieder das halbe Training für euch. Eine kleine Erweiterung noch zum Aufstehen, dann sind wir durch für heute. Ihr nehmt einmal den rechten Fuß ein bisschen weiter nach vorn und den linken Fuß ein bisschen weiter unter eure Sitzgelegenheit. Dann probiert ihr wieder aus, wie das geht. Ja, das hintere Bein muss jetzt ein bisschen kräftiger sein, das schiebt uns nach oben und wir setzen uns wieder hin. Das könnt ihr dann auch öfter wiederholen. Jetzt wechseln wir aber gleich. Wir nehmen das andere Bein etwas mehr unter den Stuhl und etwas lockerer nach vorn. Das Bein, was jetzt dichter bei uns ist, merkt ihr, damit stützen wir uns ab, um nach oben zu kommen. Und setzen uns noch einmal. Zum Abschluss, damit ihr einen schönen, entspannten Rücken-Nackenbereich habt, lasst ihr die Beine nach vorn. Wir setzen uns mit dem Gesäß noch hier so auf unsere Sitzfläche, lassen aber die Beine so gestreckt wie möglich, dass die Kniekehlen strecken. Und dann lassen wir uns hier langsam nach unten sinken,
findet den richtigen Abstand. Wenn euch das am Anfang noch etwas zu wackelig erscheint, dann macht ihr nochmal die normale Sitzposition mit Oberkörper nach vorn. Und hier lassen wir die Füße, die Fußgelenke gestreckt, die Kniekehlen gestreckt und die Hände auf der Beinvorderseite rutschen nach unten, so weit, wie es bei euch die Beweglichkeit zulässt. Und dann lassen wir uns mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr sinken. Unser Körper in Verbindung mit der Schwerkraft dehnt die Muskulatur im Bereich der Fußknöchel, der Kniekehlen, Beinrückseite, unteren Rücken, zwischen den Schulterblättern und den Nacken. Und mit der Ausatmung rollen wir mit dem unteren Rücken beginnend uns Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf, strecken uns, nehmen Ellenbogen und Schultern mit kleinen, kräftigen Bewegungen nach hinten, nehmen ein Bein ganz dicht zu uns heran und das andere ein bisschen weit davon, so stehen die Füße in Schrittstellung. Und mit der Ausatmung schieben wir uns nach oben. So weit, so gut. Wenn ihr das einfach jeden Tag macht, das waren ja jetzt nur wenige Minuten, macht es einfach jeden Tag einmal, möglichst zu einer festen Tageszeit, gleich morgens, dann bleibt ihr den ganzen Tag fit, ist von Vorteil. Oder abends so als Programm, dass ihr anschließend gut schlafen könnt. Beides ist möglich und hilfreich. Mittags vor dem Essen, wenn ihr wartet, bis es losgeht. Ja, also ich wünsche euch viel Spaß und lasst mich wissen, wenn ihr weitere Turmübungen möchtet. Danke, eure Edda.